Leute, und damit geht es dann auch schon mal gleich weiter. Weiter am Kriegsvorbereitung machen, um so ein bisschen die Insel ausbauen und optimieren. Ja, das nächste wäre dann halt eben diese Minen hier zu errichten. Die Zinkmine und die Kupfermine. Entweder haben wir noch mal erstmal diese Brillen bekommen. Und dann bekommen wir, glaube ich, auch irgendwann mal... Die Feierlichkeiten sind beendet. Irgendwann mal ist Luxusgut noch dazu, den Kaffee... Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Und dann halt eben noch die Taschenuhren. Und für die Taschenuhren brauchten wir Gold, das weiß ich. Und diese Hochritter haben auch ganz gut eigentlich an Geld gebraucht. Das war eigentlich soweit ganz in Ordnung. Also, ich weiß es zumindest noch. So. Aber ich bediene unser Neutral. So, wir brauchen mehr Stahl. Das ist auch meine Frage. Soll ich vielleicht doch lieber erstmal die Elektrizität speichern? Obwohl, da brauchen wir von aus, also schon eine ganze Menge Stahl. Also 12, dann haben, glaube ich, diese Ölbohrtürme auch noch massig geschluckt. Also, ich baue erstmal das Ding drin, aber ich verbleibe erstmal beim Plan. Aber man könnte ja. Braucht auch Stahl, schade. Jetzt hätte ich gesagt, wir bauen einfach den Pendlerkai, einen hier hin und einen dort hin und sagen hier, die Arbeitskräfte bitte mal aufteilen. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Wir haben jetzt eigentlich... Wie viele haben wir von diesen Schiffen? Ein Feuer ist ausgebrochen. Feuer ist nicht so schlimm. Wir haben genug, die... Das... Aufhaben. Okay, 4 Stück fehlen. Ah, das stimmt. Sehr schön. Wie sieht es jetzt eigentlich aus mit der Wurst? Habt ihr genug? Ich bin ganz beschämt. Sehr schön. Das klappt. Ihr brauchtet da keine Muster? Nein. Okay, das ist natürlich so, wir haben... Ein Feuer ist ausgebrochen. An... Okay, Prosperi hat, glaube ich, keine... Feuerwehr, guck ich mir gleich mal an. Wir haben die Produktion erhöht und gleichzeitig haben wir auch den Bedarf wieder gesenkt. Das ist so ein bisschen... Nee. Wir brauchen eine Feuerwehr. Ich weiß, ich soll vielleicht... Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Okay. Finde ich gut. Macht weiter. Kann hier nicht Kaffee anbauen? Nein. Kautschuk. Ich kann dir Geschichten aus der guten alten Zeit erzählen. Oh, was ich gerade sehe. Der Markt muss gerettet werden, sonst gehen die alle ein. Die Flammen wurden gelöscht. Schön, gib mal den Markt machen. Also dafür, dass der Markt wieder funktioniert. Überall wüten Feuer. Wir müssen die Brandstifter enttarnen, bevor es zu spät ist. Okay, wo ist es? Ein Feuer ist ausgebrochen. Jetzt war er schon wieder. Ach Mensch. Schiff vom Stapel gelaufen. So, unser nächstes Linienschiff ist... abgeschlossen. Also der Bau ist fertig. Wir suchen Pyphoria. Wo sind sie? Die Schweine. Da haben wir einen. Die Flammen wurden gelöscht. Das Stück Straße ist immer noch nicht gebaut. Da haben wir einen. Kann das da so gedruckt werden? Zeig mal her. Erwische ich Sie bei besonders guter Laune, Direktor? Ja, mach ruhig, ich veröffentliche das. Keine Änderungen? Wirklich? Da mein. Keine Änderungen? Wo ist der Fünfte? Zeig dich mal, Mister. Wenn man sein Scheitern öffentlich macht, wird man unverwundbar. Naja, wie man es nimmt. Ja. Ich hab mal ein Pivorio. Wo ist er? Die Quest ist gleich vorbei. Ah! Ich glaube, das schaffen wir nicht. Ich finde diesen einen nicht. Die Brände sind außer Kontrolle und die Brandstifter noch immer auf freiem Fuß. Also außer Kontrolle würde ich das jetzt mal nicht nennen. Gut, vielleicht so ein bisschen, aber das regnet sich gleich von alleine. Ach, man, wir können die Zinkmine und die Kupfermine bauen. Bauen wir gleich mal beides. Admiral! Admiral! Okay, zeig mal, was hast du denn, mein Hübscher? Wir treiben ab! Blut, Öl, Tränen und Schweiß, okay. Heckanker bitte auswerfen.
Sehr schön. Wir haben es geschafft. So, und jetzt mal bitte Rationen ausgeben und weiter geht die Fahrt. So, als nächstes brauchen wir dann die Messinghütte und die Grillfunke. Wie war denn da eigentlich das Verhältnis? 1,30 zu 1 Minute. Okay, die sind schneller wie die, das heißt, wir haben immer genug Messing auf Lager. Das ist schon mal gut. Also wir können zwei von denen haben und zwei von... Also zwei von denen... Ne, halt, zwei von denen zu denen und zwei von denen zu dem. So rum. Wird ein Schuh draus. So in etwa. Weil das ist ja nicht 1 zu 1. Aber jetzt sollten wir eigentlich Messing im... herstellen. Spielstand gespeichert. Ist zwar noch nichts da, aber die sollten da kommen. Demnächst. Sofern es keine Lieferprobleme gibt. Okay, aber die brauchen noch ein Lagerhaus. Die bekommen es auch sofort. Bitteschön. So. Ich werde dich mal upgraden. Einfach weil ich gerade gesehen habe, dass eure Laderampen gerade nicht so wirklich da waren. Und wisst ihr was, ihr bekommt ja auch noch ein Lagerhaus. Einfach damit die Wege recht kurz sind. So. Und wie gesagt, das nächste wäre jetzt die Messinghütte. Gleich mal aufbauen. Sehr schön. Und dann kommt als nächstes schon die Brillenfabrik. Und ich kann euch einfach sagen, für diesen Hafen brauchen wir definitiv Strom, damit das funktioniert. Die Flammen wurden gelöscht. Also das weiß ich schon mal. Das ist so, naja. Und für die Schiff unter Beschuss. Wo? Ach, meine Lieblingsschiffe. Märtyrer für die heilige Sache. Muss ein bisschen Hoffnung, dass wir da gerade rein Steuermann! Ja, komm. Du wirst dann einfach mitkommen, also als moralische Unterstützung. Neue Befehle? Stimmt, und ihn wollte ich ja dann mit dem Dynamit ausstatten, um dafür sorgen, dass er einfach dann in die Masse reinfährt. Volle Segel! Und sich selbst in die Luft jagt. Da hatten wir ja noch so ein bisschen was über. Ein bisschen Kamikaze-mäßig. So, wir sollten ja jetzt eigentlich das erste Messing, Kupfer oder Zink haben. Zeig mal her. Ja, es geht voran. Kupferhammer, Zinkhammer. Und dann sollten die hier eigentlich auch arbeiten. Und das tun sie auch. Sehr schön. Es gibt momentan nichts zu beanstanden. Sehr schön. Ihr braucht 12 und 10. Ja, okay, das bekommen wir noch zusammen. Das ist kein Problem. Die Linienschiffe fehlen ja noch. Drei. Ei! Kommt mal her. Ich hätte euch ganz gerne alle in diesem Kreis von diesem Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Damit ihr nochmal repariert werdet. Und es ist ja dann auch schön, wenn die dann alle mit Vollleben sich dann diesen Leuten hier, diesen hier stellen. Ich sag mal so, das Schlimmste von allen ist der hier. Der Ritterlichkeit starb mit der Mutter. Also dieses Ding, weil das ist verdammt stark. Die Dinger sind ja immer so, naja, es geht so und die sind nur so Mittelmaß. Aber der wird heftig. Der Schlachtkreuzer. Weil das ist so eine Endgame-Einheit, wenn ich mich recht entsinne. Ah, oh, guck mal. Die Insel hier sieht nicht so beängstigend aus. Ja, nehm's dir. Meine Berater brauche ich bei so einem Schnäppchen nicht zu fragen. Okay, ich gönn's dir. So, auf jeden Fall noch einmal Stahlträger und dann haben wir es ja mit der Brillenfabrik. Da können wir unsere Ingenieure etwas glücklicher machen. Bitteschön, meine Liebsten. Aber wir brauchen jetzt auch ein paar neue. Also noch ein paar mehr. Was fehlt? Ist es falsch, sich nach mehr zu sehnen? Nachher fehlt einfach mal ein Stahl. Weil wir brauchen... Damit die hier richtig ausgelastet sind. Nur ein oder zwei schlaue Köpfe reichen nicht. Ja, ihr mich auch. Ja, wie gesagt, wir brauchen noch ein paar Leute mehr, einfach um die ganze Geschichte noch ein bisschen voranzutreiben und die Produktivität.
Qualität von der Geschichte. Guck mal, hier ist sogar ein kleiner Kran. Also so ein Schaufelradbagger. Finde ich lustig. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Okay, da gibt's hier und die Schaufel ist einfach nach hinten. Die Waffenruhe wurde beendet. Ja, warum nicht? Ein Haar, das müssten wir mal ganz schnell wieder aktualisieren. Ich will nicht, dass die mir wieder auf die Eier geht. Wir lassen uns nicht über den Tisch. Du findest, das war ein Sturm? Das war nichts. So, zeig mal, kann ich jetzt eigentlich mit dir einen Friedensvertrag abschließen? Der Teufel fordert seinen Tribut. Ah, leicht erhöht. Okay, wir gucken uns erstmal die Exposition an. Das macht mich noch krank. Okay, schwere Krankheit. Schiffsort und Impfstoff herstellen lassen. Könnte mich noch teuer zu stellen. Arzthutkrank, okay. Gott, wird dir nicht schon helfen. Denk ich mal. Spielstand gespeichert. Ja, gut, er hat überlebt. Sehr schön. Zusätzliche Kartoffeln ausgeben und dann geht's weiter. Ach, guckt mal an. Seht ihr, was ich sehe? Die Kein Ingenieure Grund genau. zu übertreiben, aber danke. Wir haben genug. Das heißt, wir werden jetzt erstmal noch ein paar Häuser upgraden. Und ihr seht, das ist definitiv nach unten gegangen. Also diese Produktionslinie, die wir da aufgemacht haben, die hat ein ganz schönes Loch gerissen. Vom Unterhalt her. Schiff vom Stapel gelaufen. Was sind hier 1000, hier 200. Also da kommt schon ein bisschen was zusammen. Gehört dieses Land ihrer Königin oder darf ich... Du darfst. Diese Insel ist der irdische Zwilling Tians, des mächtigen Himmels. Okay. Man kann es auch ein bisschen übertreiben. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Alte Welt, ja, macht ruhig. Tut, was er Nun, für richtig haltet. Halten Sie lieber die Feder oder das Schwert? Ah, von mir Sie aus schließen sich Feder. Der gerechten Sache an. Ja, du hast mich ja immer gedroht. Wenn ich will, die kann ich dich einfach wegfegen. Also ich denke, schon so ein bisschen. So, Enhorlo, zeig mal her. Ich muss die Instruktionen für die Arbeiter weiter vereinfachen, damit sie nicht wieder unken, das Handbuch zu lesen wäre schwieriger als die Maschine zu bedienen. Okay, wir werden erstmal Geschenk anbieten. Gib es einfach her. Oh, das ist aber nicht nett. Vielleicht noch ein Geschenk? Gib es einfach her. Okay. Einschmeicheln? Sprunghaft, rachsüchtig, teuflisch. Ja, das klingt ganz nach mir. Und dann können wir mal nach einem Friedensvertrag fragen. Dachtest du, du hättest uns im Sack? Ja. Eigentlich will ich es zu Ende bringen. So oder so. Sehr schön, wir haben einen Friedensvertrag mit den Piraten geschlossen. Sind Sie die Ursache für mein Bedauern? Ja, ja, du mich auch. Du hast das Potenzial und ich weiß es zu nutzen. Nein. Es sind halbe Sachen, die stets Ärger machen. Kann man eine Aufgabe suchen bei dir? Ich brauch dich nicht. Okay. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal auf der Ecke hier den Frieden gesichert. Wenn ich das mal so sagen darf. Das ist schon mal gut. Uns fehlt es an Bauern. Ach, euch fehlt es an Klamotten. Da könnte man ja sagen, kommt, wir tun mal ein Dies paar... Dies ist die Vermählung von Himmel und Erde. Nein. Ich verspüre Feindseligkeit. Ja, ich hätte ganz gern einfach Arbeiter aufgewertet. Einfach damit das Problem Arbeitskleidung vielleicht so ein bisschen, naja, was soll ich sagen, abklingt. Das waren Handwerker, das war genau das Falsche. Und was fehlt euch denn? Tag für Tag diese Plackerei. Na gut, kann man halt nichts machen. So, uns fehlt es noch an Schiffen. Nämlich noch 2 Stück und dann haben wir's. Dann können unsere in die Takelage. Fregatten einen Kriegsansatz. Trotzdem ist das gleich als Belohnung. Ach, um ihre Reisefortsetzung. Okay, das ist einfach bloß dafür gedacht, um. Ja, wie soll ich sagen? Um in der Story vielleicht so ein bisschen weiterzukommen. So, haben wir hier schon irgendwie ein neues Gut, was sie brauchen? Nein, die Hochritte, das ist auch teuer. Das ist auch sehr, sehr teuer. Wo geht es gerade runter bei der Arbeiter? Haben wir schon wieder zu wenig. Schnaps haben wir zu wenig. Okay. Ich werde es einfach mal upgraden.
einfach um diesen Bedarf loszubekommen. Dann werden wir wahrscheinlich mehr Rindfleisch brauchen, aber ja gut. Also für diese Konserven. Für die da. Alle stehen bereit. Okay, zeig mal ja die Expedition. Was hast du denn? An die Kanonen. Verheddert, okay. Lass die Entfernung einfach mal probieren. Ah, verdammt. Okay, sie sollte mit der Boja aussenden. Die Waffenruhe wurde beendet. Ein Kinderspiel. Bitte weiterfahren. Zusätzliche Rationen und. Das wird eine angenehm leichte Brise. Das hoffe ich doch für euch. Kniet vor meiner Sonnenbarke. Oh nein, jetzt kommen die wohl wieder, oder was? Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Ich meine, so langsam. Spielstand haben wir gespeichert. Doch genug. Wir haben noch genug Torpedos, ey. Hier, diese Bombe, die will ich dann auf diesen. Auf den da setzen. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Große Kiste Dynamit, Produktivität, Explosionswahrscheinlichkeit. Ja, das war vielleicht auch was ganz Nettes. Ne, diese Bombe setzen wir. Wir fahren hier rein und dann bum bum. Was macht die Milchkanne gleich nochmal? Wo warst du denn hier? Zufriedenheit plus Bedürfnisbonus, okay. Einwohner sind versorgt mit Kaffee. Das weiß die ich Menschen lassen sie hochleben. Das weiß ich einzusetzen. Das Rathaus war bei den Handwerkern, oder? Ja. Das war minimal größer wie das. Okay, da müsste man ja wahrscheinlich irgendwas abreißen. Nehmen wir mal die hier. Macht's gut. Würde ich hier das Rathaus reinsetzen, weil hier die ganzen Ingenieure sitzen. Also zumindest ein Großteil. Was braucht denn das? Ach so, Stahl. Ja, was auch sonst. Und würde hier mal die Milchkanne reinsetzen. Einfach um die mit Kaffee zu versorgen. Weil die brauchen den Kaffee nämlich dann. Bei 1000. Okay, das dauert noch eine ganze Weile, bis das passiert. Aber naja, gut. Man kann ja nie wissen, wie schnell das jetzt hier vorangeht. Beziehungsweise könnte ich ja mal wieder. Das braucht halt eben Stahl, das Aufwerten. Ja, wir lassen es erstmal sein. Wir können tagsüber einladen und bei Nacht verschwinden. Okay, viel Spaß. So, noch zwei. Ja, mächtig sieht es auf jeden Fall aus und sieht doch irgendwie Schiff vom Stapel gelaufen. Es hat was. Mehr als bereit. Damit mal das Zeug ein. Wir könnten es noch gebrauchen. Flotte unterwegs. Was mein? Oh Gott, da haben wir viele Geschütze. Segel setzen! Ich weiß gar nicht wohin. Ich habe da eine Idee. Aber ich weiß nicht, ob die so gut ist. Achtung, Admiral anwesend. Ihr werdet mal das Zeug nehmen und du kannst es ja mal aufsammeln. Noch mehr Kanonen. Ja gut, dann nehmen wir es halt mit. Ei. Und du? Weißt du, was du machen kannst? Wir werden dir mal ein paar Torpedos geben. Achtung, Admiral anwesend. Das war dann halt einfach unser Torpedoschiff, also unser Zerstörer, in Anführungsstrichen. Gleitschutz, ja, den brauche ich nicht unbedingt zu machen, weil wir können das Zeug alles selber herstellen. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Geht's denn hier so nach unten? Okay, Handwerker haben am meisten. Die Waffenruhe wurde beendet. Also die Waffenruhe geht am meisten. Also, was heißt Waffenruhe? Die Handwerker geben am meisten Geld, danach die Arbeiter, okay? Gut, so. Überall wüten Feuer. Wir müssen die Brandstifter enttarnen, bevor es zu spät ist. Jetzt geht's wieder los. Zeigt mir ja, mein Hübschen. Aber ich würde sagen, ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und haltet die Ohren steif. Tschüss.